denn? Machst du Rühreier oder ja? Das ist mein Frühstück. Ich glaube, seit einem Jahr frühstücke ich, also mache ich eigentlich Intermittent Fasting, Intervallfasten wahrscheinlich heißt das auf Deutsch. Und ja, zum Frühstück trinke ich Matcha Latte. Ich habe es ausprobiert letztes Jahr, ich fand das toll. Ich habe mich echt gut gefühlt und jetzt mache ich das seit einem Jahr. Jetzt habe ich ein paar Stunden für mich. Ich versuche eigentlich immer am Sonntag oder am Samstag 2 Stunden für mich zu haben, ohne Kinder. Natürlich muss mein Partner mich dabei unterstützen. Der übernimmt dann die Kinder für diese Zeit, wo ich etwas Zeit für mich habe. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch schon in einem Video euch erzählt, wie ich Zeit für mich finde. Und ich finde, das ist sehr wichtig, vor allem wenn du Mama bist und lange Mama bist. Also die ersten Jahre habe ich das nicht gemacht. Ich muss mal gucken, was habe ich hier im Hintergrund? Die Puppen von meiner Tochter. Die ersten 2, 3 Jahre habe ich das nicht gemacht. Genau, also da hatte ich 2-Jähriges, dann habe ich Baby bekommen und ich hatte gar keine Zeit für mich. Aber dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht gesund und das war nicht gut für mich. Das war auch nicht gut für meine Familie und für meine Kinder. Auf jeden Fall braucht Mama auch diese Zeit, wo sie sich selbst zentrieren kann, zu sich selbst kommen, an sich etwas zu denken und zu reflektieren. Und ich finde das mega, mega wichtig, wenn du Partner hast, versuch das zu implementieren. Habe ich dir aber schon in dem Video erzählt. Und heute, wir fahren nachher noch zum See, deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch mit. Normalerweise versuche ich am Sonntag gar nicht zu filmen oder nichts, was YouTube angeht, ich versuche nichts zu machen. Aber heute haben wir geplant, zu einem schönen See zu fahren und ich habe gedacht, ja, da nehme ich die Kamera auf jeden Fall mit und da filme ich dabei Day in the Life. Ich probiere das mal. Sag Bescheid, wenn du solche Videos magst. Vielleicht soll ich ab und zu solche Videos reinschmeißen auf meinen Kanal, damit es nicht so eintönig ist und nicht so nur Sit-Down-Videos, sondern ein bisschen interaktiver, ein Vlog oder so. Ich werde jetzt eine kleine Self-Care-Routine machen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Do Nails. Ich habe selber noch nie ausprobiert. Ich bin aber super gespannt, wie das Ergebnis sein wird, weil ich liebe es, lackierte Nägel zu haben. Ich habe früher immer wieder lackiert und ja, das habe ich öfters mal gemacht, bevor ich die Kinder hatte. Und dann, ja, mit den Kindern habe ich festgestellt, das geht so schnell ab, ne? Die Nagellack blättert so schnell ab, dass man nicht mal einen Tag schöne Nägel hat und am nächsten Tag sieht es nicht mehr so schön aus. Und die Zeit für Nagelstudio hatte ich auch nicht, als ich kleine Kinder hatte. Also die sind immer noch klein, ne? Deswegen habe ich das ganz gelassen und schon ja, lange Zeit keine schönen Nägel gehabt. Aber jetzt im Sommer fühlt man sich doch danach. Ich bin gespannt auf Do Nails. Die versprechen nämlich, dass man 4 Wochen lang
mit dem Nagellack, mit dem, das ist nicht Nagellack eigentlich, das ist Dipping Powder. Das mit diesem Prinzip kann man bis zu 4 Wochen lang schöne Nägel haben, ohne abgesplitterte Enden. Und diese Dipping Powder hat gleichen Effekt wie Gel oder Acryl. Ja, als ob du zum Nagelstudio gehen würdest und sich Acrylnägel machen würdest. Gleicher Effekt, aber du kannst es auch zu Hause erzielen. Und das ist etwas super Tolles. Du brauchst auch keine UV-Lampe dazu oder so. Das sind ja verschiedene Powders. Also im Prinzip muss man die Nägel einfach in die Powder dippen. Ich habe mir diese Farben bestellt. Die sehen etwas anders aus als auf dem Bild, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, das ist auch so. Aber am Endeffekt soll es so sein. Und wir werden das gleich testen. Wir probieren das mal aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich hasse es, abgespielte Nägel zu haben. Das hat mich immer genervt. Und ja, wenn es wirklich festhalten kann, weil als Mama, ne, wie oft muss man Hände waschen? Wie oft muss man mit dem Wasser was machen? Ja, also normaler Nagellack hält gar nicht mehr als einen Tag. Jetzt habe ich die erste Schicht drauf. Ich muss sagen, das war eigentlich ganz einfach, aber ich habe ein paar Fehler gemacht, die ich bereits gemerkt habe. Zum einen habe ich meine Nägel zu kurz gemacht und automatisch habe ich ein bisschen die Haut mit lackiert, obwohl ich versucht habe, nicht zu lackieren. Und ich sehe schon, auf der Haut sind so Abdrücke. Und noch ein Problem habe ich festgestellt, also man soll schon ganz, ganz dünn auftragen. Wenn man zu dick aufträgt, dann bekommt man so einen dicken Knubbel. Also ich habe hier irgendwas gemacht bei einem Nägel. Bei diesem Nägel, da habe ich so einen Knubbel bekommen und ich glaube, ich habe viel zu dick aufgetragen und getunkt und das war, ja, das war wohl nichts. Aber die anderen Schichten waren ziemlich gut. Also diese Hand ist viel besser geworden. Also die erste Hand war eher experimentell. Und ja, auf jeden Fall habe ich gelernt, dass man sehr dünn auftragen soll. Je dünner, desto besser. Und die Nägel nicht zu kurz machen soll. Und wir schauen mal, wenn wir dann Aktivator drauf tun und Topcoat, dann muss es dann schön glänzen. Jetzt ist es ganz matt noch. Jetzt bleibt nur ein Coat übrig, das ist Topcoat und ich bin gespannt, dann muss man das Ergebnis gleich sehen, wie das aussehen wird, wenn das ja schön glänzt. Ich bin jetzt fertig. Ich finde das Ergebnis richtig klasse. Die Farbe hier unten ist etwas dunkler als tatsächlich, aber ich finde, das ist echt schöne, klassische, rote Farbe und ich finde die Nägel echt toll. Ich muss sagen, es hat etwas länger gedauert als mit einfachen Nägeln lackieren. Aber es lohnt sich, falls es tatsächlich 4 Wochen lang hält. Und wenn man das bereits einmal gemacht hat, dann kennt man den Dreh und geht einfach schneller alles. Falls du Lust hast, du Nails selber auszuprobieren, habe ich für dich 10% Rabatt. Link findest du in der Videobeschreibung. Kannst du auf Shop gehen und schauen, welche Farben die haben. Die haben ganz viele verschiedene, ganz tolle Farben. Ich konnte mich kaum entscheiden. Aber es ist echt toll für Mamas, die wenig Zeit haben und die nicht zum Nagelstudio gehen können. Und wenn das wirklich 4 Wochen lang hält, dann bin ich wirklich begeistert.
werde jetzt etwas lernen. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, ich mache jetzt Montessori-Zertifikatskurs. Ich habe mich angemeldet und mache eine Fortbildung. Das findet immer wieder am Samstag statt. Also Präsenzveranstaltungen immer wieder am Samstag, aber zum Glück nicht jeden Samstag. Und wir haben sogar Hausaufgaben und am Ende werdet ihr natürlich auch noch eine Prüfung geben. Deswegen werde ich jetzt etwas lernen. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit und unter der Woche habe ich ehrlich gesagt zu wenig Zeit. Und vielleicht finde ich eine oder andere Idee für das nächste Montessori-Video. Das wäre nicht renoviert gewesen. Das wäre trotzdem ein Sportbild. Minuten sind wir jetzt gefahren. Du, aber wir müssen nicht die ganze Zeit treten. Wir können bleiben lassen, der wir Wind können einfach sonst stehen. Wir müssen mehr Sport treiben. Wir sind jetzt gerade ziemlich müde. Das war eine schöne Reise, aber jetzt brauchen wir alle etwas Warmes zu essen und es ist ziemlich spät. Deswegen machen wir heute Linsensuppe zum Abendessen. Спальня мальчика Андрюшки, все разбросанные игрушки. Носился до двора, где гуляет детвора. Там друзей я соберу, и группой все решали громко, кто же возьмет себе ежонка. Ежик мой, кричал всем Витя. Ай, мама не так больно сидит. Лучше нас.